Oh, ich liebe Wassermelonen. Wenn das der Fall ist, Oma, mach mir bitte ein Stück Wassermelone. Was? Nimm die Wassermelone und iss sie. Was soll ich denn da groß kochen? Verstehe ich nicht. Ich schau mir TikTok an. Mann, das sieht voll lustig aus. Ach, es ist eine ganze Kunst, eine Wassermelone zuzubereiten. Das riecht wunderbar. Einfach perfekt. Zuerst muss ich die Mitte ausschneiden. So in etwa. Und mit einem Stabmixer mache ich aus dem restlichen Fruchtfleisch ein wunderbares Getränk. Das Baby wird es lieben. Oh, was für eine gute Idee. Ich nehme mir ein Haarband. Mehrere davon. Damit mache ich die Linien. Jetzt nehme ich mir ein Messer und schneide die Stücke aus. Das brauche ich nicht. Also kommt das weg. Gut, dass ich so einen Eislöffel hier besitze. Ich mache kleine Kügelchen aus dieser Wassermelone. Sieht doch schon mal gut aus. Die Oma ist glücklich. Schau, Emma, ich habe diesen Wassermelonenkorb für dich gemacht. Da kommen jetzt noch ein paar Zahnstocher rein. Und ich schraube diesen Wasserhahn in meine Wassermelone. Perfekt. Jetzt kommt da noch etwas Fanta rein. Das wird die ultimative Geschmacksbombe. Was ist das denn für ein Lachen? Mann, das ist saukomisch. Das solltet ihr euch anschauen. Aha, der nimmt sich ein Samurai-Schwert und schneidet eine Ananas? Moment, das muss ich ausprobieren. Erstmal konzentrieren. Jetzt das Schwert öffnen. Ich kann das schaffen. Hä? Wie habe ich denn das gemacht? Ich kann meinen Augen nicht glauben. Was war das denn? Ich muss mich weiterhin konzentrieren. Und? Ach du meine Güte, was habe ich angerichtet? Gerade noch mal gut gegangen. Wieso kann ich diese Wassermelone nicht aufschneiden? Du kannst mich nicht besiegen, denn ich werde dich in Stücke zerhacken. Yeah. Ups, was ist aus dem Schwert geworden? Ja, das werde ich nicht mehr gebrauchen. Hättest du das ein bisschen vorsichtiger machen können? Also, Enkelin, das ist für dich. Oh, wow, das sieht so cool aus. Was zur Hölle ist das denn? Tut mir leid, Bruder, aber das werde ich noch nicht einmal probieren. Mein Wassermelonenkorb. Was für klitzekleine Wassermelonenkügelchen. Danke, Oma. Täusche ich mich oder ist das ein Wasserhahn? Oh, wow. Das ist blaue Limonade. Wie unerwartet. Die muss ich probieren. Oh, wie lecker. Ich habe den Gewinner gefunden. Chefköchin, das bist du. Ich? Wirklich? Ach, wie unerwartet. Häng nicht an, was? Das ist für die Challenge. Aua. Diesmal wünsche ich mir Skittles. Was? Diese Skittles? Aber okay, kannst du haben. Was soll ich denn da groß kochen? Ich bin schon fertig. Wobei, ich glaube, das ist zu viel. Ich werde die selber ein bisschen essen. Weintrauben, Äpfel, Kiwi oder Zitrone. Womit fange ich an? Erstmal mit einer Orange. Ich presse den Saft aus und mache wunderbare Bonbons daraus. Dazu kommt noch ein bisschen Wasser und Gelatine. Jetzt muss ich alles nur noch umrühren. Meine Bonbon-Mischung ist fertig. Die gieße ich in eine Schüssel. Vier Geschmacksrichtungen sind bereits fertig. Die muss ich jetzt mit diesem Pulver vermischen. Alles schön umrühren. Ich liebe diese Farben. Wunderbar. Genau das, was ich brauche. Jetzt mache ich aus dieser Masse ein Würstchen und schneide kleine Stückchen ab. Und aus den Stückchen mache ich Kügelchen. Das sind dann die Bonbons. Die lege ich nur noch schön auf einem Teller aus.
Der perfekte Geschmack, die perfekte Form. Und natürlich mache ich noch ein paar Wölkchen aus Schlagsahne. Das wird dich aufmuntern, meine Kleine. Das war ganz schön stark. Was kann ich machen? Ach, ich weiß schon. Ich nehme meinen Lieblingskorb und gehe in den Wald. Um dort frische Luft zu atmen und den Vögeln zu lauschen und außerdem ein paar Früchte zu sammeln. Und ein paar Beeren. Ein paar Kirschen. Ah, das sind die Himbeeren. Oh, ich glaube, ich bin hier nicht die Einzige. Ach, wie auch immer, hier kann's was haben. Ich gehe dann mal. Ich habe einen ganzen Korb gesammelt. Jetzt mache ich mich an die Bonbons. Erstmal lege ich all meine Beeren und Früchte in eine Schüssel, damit das auch hübsch aussieht. Und jetzt übergieße ich das mit Honig, wenn ich ihn nur öffnen könnte. Ist das etwa ein Bär? Oh, vielen Dank, mein Kleiner. Oh, ich glaube, die Chefköchin hat das nicht erwartet. Na, wie auch immer. Mein Honig kommt jetzt über die Beeren. Ach, im Wald findet man all das, was man braucht. Ist der Bär sicher weg? Ich muss dringend noch was essen. Wo sind meine Süßigkeiten? Sag mir bloß nicht, dass der Bär alles mitgenommen hat. Oh, oder habe ich alles aufgegessen? Hey, Oma, schau dir mal diesen Trick an. Ach du meine Güte, ist ja richtig gut. Bravo, mein Schatz. Ah, danke schön. Ich nehme mir so lange deine Kette. Na, sieht doch aus wie Skittles, oder? Ah, du bist auch schon fertig. Chefköchin, wach auf. Na, wir sind schon fertig. Ah, jetzt schon? Oh nein, was ist aus meinem Regenbogen geworden? Er ist ruiniert. Was für eine Katastrophe. Oh wow, es kann losgehen. Das sieht nicht aus wie ein Gericht von der Chefköchin. Nee, das werde ich noch nicht einmal probieren. Jetzt muss ich mir nur noch einen Gewinner auswählen. Mal sehen, was die Oma gemacht hat. Sind das Beeren mit Honig? Die sind so frisch. Gefällt mir. Oh, wow, das sind ja mega Skittles. Au! Das hat wehgetan. Meine Zähne sind kaputt. Tut mir leid, das war nicht so geplant. Tu das nie wieder so. Meine Oma hat gewonnen. Ach, danke, meine Gute. Diesmal wünsche ich mir Pommes. Könnt ihr die mir machen? Aber ganz einfach, mach dir keine Sorgen. Die Chefköchin versteht ihr Handwerk. Erstmal die Kartoffeln schälen und in Wasser kochen. Wunderbar. Und was machst du, Oma? Ist das eine Kartoffel oder ein Ei? Unklar. Ach, das ist definitiv eine Kartoffel. Ich muss sie in Folie wickeln und nach meinem alten Rezept kochen. Ich kann das Ding nicht heben. Oh, gut, dass es gefrorene Kartoffeln gibt. Ich will nicht mehr verlieren. Diesmal muss ich unbedingt gewinnen. Moment, die muss ich probieren. Aua, die sind richtig kalt. Was soll ich tun? Ah, ich weiß. Gut, dass ich diesen ferngesteuerten Roboter hier habe. Na, komm mal her. Nein, 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 bleib mal stehen. Wie cool. Mal sehen, was der kann. Also, braten. Ah, nein, 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 nein. Das ist viel zu heiß. Ausschalten. Oh, nee. Ich habe genug von dir. Wow. Das sind die perfekten Pommes. Probieren wir mal. Mann, die schmecken richtig gut. Meine Kartoffeln sind gekocht. Jetzt muss ich sie abtropfen. Und Eier hinzugeben, etwas Mehl und mit einem Mixer vermengen.
Super. Jetzt habe ich das perfekte Kartoffelpüree. Daraus kann ich jede mögliche Form machen. Schaut mal, was für eine süße Spirale. Ich muss sie nur noch frittieren. Riecht herrlich. Guten Appetit, meine Kleine. Ketchup und Mayo werden die Sache noch besser machen. Wo ist denn die Oma? Ach, hier bin ich schon. Meine Kartoffel ist schön gebacken. Jetzt muss ich sie aufschneiden. Ein bisschen Butter hinzugeben. Und Wurst. Ich weiß, dass das meiner Enkelin gefallen wird. Schaut doch nur, was für süße Ringe. Und natürlich ein bisschen Käse oben drüber reiben. Herrlich! Oh Mann, die anderen sind schon fertig und ich noch nicht. Noch ein bisschen Ketchup drüber und geschafft. Guten Appetit! Oh wow, das ist ja die Qual der Wahl. Probieren wir mal diese Spiralen hier. Die sehen so cool aus. Oh, die sind ganz schön heiß. Aber die schmecken lecker. Jetzt machen wir weiter. Hm, das sind vielleicht keine Pommes, aber das sieht trotzdem richtig appetitlich aus. Ich liebe diesen Käse. Hm, schmeckt einfach perfekt. Oh, Wahnsinn! Mein Bruder hat mir tatsächlich ein paar Pommes gemacht. Und die schmecken herrlich. Super, aber wer hat denn gewonnen? Ich glaube, es ist mein Bruder. Du bist der Beste. Habt ihr das gehört? Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Na, endlich! Also, ich wünsche mir eine Torte mit meinen Lieblingsbonbons mit Skittles. Ach, ganz einfach. Ich nehme mir nur ein paar dieser Bonbons und verziere damit die Torte. Und schon sieht die viel süßer aus und bunter. Und damit die nicht runterfallen, mache ich noch was anderes. Zuerst mache ich einen Teig. Milch, Mehl, ein Ei. Schön durchkneten. Wir sind fast fertig. Jetzt muss ich diesen Teig ausrollen mit einem Nudelholz und dann in dünne Streifen schneiden. Und die entstandenen Streifen kommen oben drauf. Und jetzt kommt diese Torte in den Ofen. Ach, das habe ich gut gemacht. Ach, ich habe mir eine kleine Pause verdient. Wer schläft denn beim Kochen? Das ist doch unverantwortlich. Schaut euch meine Torte an. Aber das ist noch nicht alles. Ich will, dass meine Torte noch bunter aussieht. Dafür benutze ich einen Föhn. Der bringt die Farbe auf den Skittles zum Schmelzen. Wow, das ist ja cool. Mega. Bellissimo, muss ich da sagen. Und noch ein paar Bonbons obendrauf. Tatsächlich, ich glaube, die Torte ist fertig. Jetzt kann ich sie rausnehmen. Ich bin mir sicher, dass das meiner Enkelin gefallen wird. Na, was sagst du denn zu meiner Skulptur? Das ist doch das ultimative Kunstwerk. Tatsächlich. Moment mal, wieso sitze ich herum? Ich muss meine Torte auch verzieren. Dafür benutze ich diese Pistole. Mhm, die Skittles sind drin und es kann losgehen. Oh Mann, wie soll ich mit dem Ding umgehen? Aha, das ist voll schwer. Okay, ich hab's geschafft. Patty, such dir was aus. Guten Appetit. Boah, diese Torten sind ja richtig hübsch geworden. Alle außer der hier. Na, vielleicht schmeckt sie ja gut.
Na, so lala, würde ich sagen. Was erwartet mich denn hier? Wow! Yeah, das schmeckt richtig gut. Oma, ich mag die Torte. Oh, jetzt muss ich nur noch die Torte vom Chefkoch probieren. Die sieht einfach unglaublich gut aus. Mann, und die schmeckt auch noch so gut. Ich liebe es. Na, ich werde noch alle Skittles hier aufessen. Du hast gewonnen. Yeah, hab ich's noch gewusst. Diesmal wünsche ich mir eine Wassermelonentorte. Okay, das ist eine interessante Herausforderung meiner Kochkünste. Aber ich werde schon einen Weg finden. Zuerst muss ich hier und da mal was abschneiden. Danach muss ich das Fruchtfleisch entfernen. Dafür benutze ich so eine extra Form. Ha, fertig sind wir. Jetzt werde ich diese Wassermelone in Scheiben schneiden. Ich werde mir nicht diese ganze Mühe machen. Ich nehme einfach ein Nudelholz. Jetzt habe ich zwei Wassermelonenhälften. Jetzt nehme ich mir einen Schneebesen und zermansche das Fruchtfleisch. Da kommt jetzt ein bisschen Gelatine rein. Vorsichtig. So viel, wie ich brauche. Oh, das ist ja voll die coole Idee. Und ich nehme mir eine Diamantenpickel. Boah, das macht ja richtig viel Spaß. Oh, sei doch bitte ein bisschen vorsichtiger. Ach, tut mir leid. Es hat nur so viel Spaß gemacht. Ich bin fast fertig. Schau doch nur, wie appetitlich das aussieht, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles. Ich muss diese Wassermelone noch schick servieren. Und zwar mit ein paar Marshmallows, die ich aufpicke. Oh, die sehen toll aus. Jetzt nehme ich mir noch ein paar Bonbons und ein paar Gummibärchen. Was sagst du dazu, Oma? Ach, das nennst du eine Torte? Ich zeig dir gleich, wie eine Torte aussieht. Eine Torte besteht aus Schichten und zwischen den Schichten tragen wir Creme auf. So in etwa. Jetzt muss ich die Creme schön verteilen und die Sache noch mit etwas Farbe aufpeppen. Die untere Hälfte der Torte wird grün sein und die obere rot. Ist doch genial. Oh, sieht nicht schlecht aus. Mein Wassermelonengelee ist fast fertig. So etwas Geniales ist natürlich niemandem von euch eingefallen. Natürlich nicht, das ist doch viel zu einfach. Also die letzten Details. Und voilà, meine Wassermelonentorte ist fertig. Betty, wir sind soweit. Hurra, da freue ich mich schon. Was hast denn du da gemacht? Hast du etwa einfach nur Bonbons mit Zahnstochern da reingesteckt? Das ist doch voll gefährlich, das kann ich so nicht essen. Was haben wir denn da? Oh, wow. Das sieht ja wirklich aus wie eine Torte. Wortwörtlich. Und schmeckt einfach fabelhaft. Ich liebe es. Und was hat die Oma gemacht? Das muss wohl sicher ein Gelee sein. Ah, das wabbelt voll lustig. Das ist tatsächlich ein Wassermelonengelee. Das schmeckt einfach mega lecker. Oma, du hast gewonnen. Oh, das ist ja schön. Und diesmal wünsche ich mir eine Torte, die genauso aussieht wie ich. Was? Das wird ganz schön schwer. Ha, das wird einfach. Das bin ich. Habt ihr das verstanden? Ah, ja, tatsächlich. Also, ich brauche dafür etwas Obst. Damit werde ich nämlich dein Porträt auslegen. Erstmal die Kiwi. Jetzt brauche ich eine Erdbeere. Die schneide ich in Stücke. Ach, schaut euch diese saftige Orange an.
Jetzt mache ich nur noch die Haare aus Pfefferminze. Oh, voll die coole Idee. Gefällt mir. Und vor allem schmeckt das Obst richtig lecker. Okay, genug geredet. Jetzt mache ich mich an die Arbeit. Erstmal mache ich das Gesicht und die Augen. Hm, das kann ich aufessen. Schmeckt gut. Wie auch immer, es geht weiter. Da kommen jetzt ein paar Augen rein. Hm, und aus diesen Bonbons mache ich den Mund. Sieht doch schön aus. Hm, hier kommen noch ein paar Gummiwürmchen hinzu. Daraus mache ich die Haare. Das sieht ja richtig gruselig aus. Ich brauche hier was anderes. Erstmal muss ich die Form der Torte verändern. Dafür benutze ich diesen Deckel hier. Voilà. Jetzt brauche ich eine Barbie, die so etwa aussieht wie Betty. Und die stecke ich hier rein. Seht ihr, schon sieht die Torte aus wie ein Kleid. Das muss ich jetzt nur noch ein bisschen dekorieren. Dafür benutze ich genug Creme. Aber die Puppe ist doch aus Plastik. Halt den Mund, ich weiß, was ich tue. Okay, jetzt brauche ich diese spezielle Plastikform hier. Die stecke ich auf die Torte. Und da rein kommt jetzt dieser wunderbare rosa Sirup. Macht euch bereit. Gleich werdet ihr ein Wunder erleben. Ah, die Streusel hätte ich ja fast vergessen. So in etwa. Los geht's! Ich bin mir sicher, so ein Kleid hätte sie selber gerne. Guten Appetit, meine Kleine. Oh, wow! Das sieht ja toll aus. Bin das ich? Oh, wie süß. Ach, Oma, du kannst manchmal so lieb sein. Das schmeckt richtig toll. Mal sehen, was... was ist das denn immer? Soll dieses gruselige Gesicht etwa ich sein? Also wirklich. Ich hoffe, dass es wenigstens schmeckt. Hm, nicht schlecht, aber hätte auch besser sein können. Und was ist das? Oh, unglaublich! Hm, diese Puppe sieht ja wirklich so aus wie ich. Also visuell muss ich sagen, gewinnt diese Torte bereits. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie schmeckt. Wow, das ist die leckerste Torte, die ich je gegessen habe. Eindeutig, der Chefkoch hat gewonnen. Ja, schon wieder. Das hätte nicht anders sein können. Hm, überrascht mich. Oh, so viele Zutaten. Ich möchte eine große, leckere Torte. Macht mich glücklich, ich warte. Eine Torte, das ist ganz einfach. Hat jemand Torte gesagt? Ich brauche Mehl. Das Mehl kommt in eine Schüssel. Da kommt etwas Milch hinzu. Noch ein paar Eier. Und jetzt alles schön durchmischen. Mit der Hand natürlich. Keine Schneebesen, nur die liebenden Hände der Oma. Ach komm schon, das ist doch voll die Zeitverschwendung. Ich nehme einfach fertige Kuchen. Ach du meine Güte, fertige Kuchen. Meine Torte wird die beste sein, weil ich den besten Teig machen werde. Und der wird nicht nur lecker, sondern auch noch schön bunt. Genau das wird Jess gefallen. Das seht ihr noch. Genau das habe ich auch vor. Deshalb benutze ich Leckerschmecker Erdnussbutter. Mh, sieht richtig gut aus. Und noch mehr Erdnussbutter draufpacken. Man kann echt nicht genug Erdnussbutter haben. Jetzt will ich noch meinen Löffel ablecken. Oh, das schmeckt ja richtig gut. Jetzt hör sofort auf. Du machst doch hier eine Torte für deine Schwester. Oh, ich werde meine selbstgemachte Erdbeermarmelade hinzugeben. Das wird ihr gefallen. Oh, das riecht ja wunderbar. Schön viel hinzugeben. Und hier kommen noch ein paar Teigstreifen drüber. Wenn dieser Kuchen erstmal gebacken ist, wird er euch alle umhauen. Das kann ich euch versprechen. Ab in den Backofen. Ach du meine Güte,
Was ist das denn für eine Torte? Ich habe erst angefangen. Hier kommt noch die Creme hinzu. Die habe ich übrigens auch in allen Regenbogenfarben. Wunderschön, nicht wahr? Hier kommt der nächste Schritt. Glätten. Das muss man schön sorgfältig machen, damit die Torte auch hübsch bleibt. Ich glaube, wir wären soweit. Und hier kommen noch ein paar Dekorationen hinzu. Nichts ist besser als noch ein Regenbogen. Fertig. Der perfekte Regenbogen. Der kommt hier oben drauf. Und die Torte werde ich jetzt noch mit ein paar Schokodetails verzieren. Ach ja, die Wölkchen nicht vergessen. Der Kuchen ist einfach perfekt. Ah, was ist hier los? Ach ja, genau, mein Kuchen. Ach, der riecht ja einfach wunderbar. Oh, ich will auch so eine Torte. Die sieht ja toll aus. Oma, das ist ja dein Erdbeerkuchen. Was soll ich tun? Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach ein paar Skittles hinzu. Schon sieht meine Torte etwas bunter aus. Ich habe keine mehr. Na, wie auch immer. Ich bin fertig. Oh, gut gemacht, Enkelin. Gebt es auf. Ihr habt einfach keine Chance gegen mich. Sieht nicht schlecht aus. Oh, das ist mein Lieblingskuchen. Ach du meine Güte, was ist das denn für eine Torte? Davon muss ich sofort ein Stückchen probieren. So ist schön. Mann, sieht das toll aus. Oh, das schmeckt auch noch perfekt. Fantastisch, ich liebe diese Torte. Oh, das Wölkchen will ich auch noch probieren. Ab in den Mond. Entzückend. Ich weiß echt nicht, was besser sein könnte. Wobei, Omas Kuchen muss ich natürlich probieren. So süß und so saftig gleichzeitig. Ich liebe diesen Kuchen. Oma, mein Herz schlägt für dich. Von diesem Kuchen hier probiere ich die Skittles. Gar nicht schlecht. Moment mal, ich will doch noch ein Stückchen probieren. Oh, das ist ja ganz schön klebrig und gar nicht saftig. Da muss ich sofort was trinken. Ach, jetzt geht's mir besser. Nee, mehr will ich nicht. Jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, dieser Kuchen hat gewonnen. Ich habe gewonnen. Ach, ich wusste es doch. Das war ein Kinderspiel. In der nächsten Runde werde ich gewinnen. Gemüse? Was werden wir machen? Zeige ich euch gleich. Ich möchte einen Burger. Der soll richtig lecker sein. Ein Burger? Oh, ich mag solches Essen nicht. Das ist doch total ungesund. Hier, das Brötchen schmeiße ich weg. Und die Bulette auch. Aber aus dem restlichen Gemüse kann ich noch was Schönes machen. Und was genau werde ich euch jetzt zeigen? Erstmal muss ich diese Avocado hier schälen und den Kern rausnehmen. Da sind so viele Vitamine drin. Jetzt schneide ich noch eine Tomate und natürlich noch eine Gurke. Und natürlich die scharfe Paprika nicht vergessen. Die ist nämlich besonders gesund. Ach, da kriege ich ja selber so richtig Appetit. So lecker und gar nicht scharf. Und natürlich ein Salatblatt nicht vergessen. So, fertig ist mein Gemüseburger. Ja, das sieht hier ekelhaft aus. Mein Burger wird viel besser schmecken. Okay, die Bulette kommt aufs Brötchen. Hier kommt noch etwas Gemüse hinzu. Die Gurke hier. Yeah. Hä, ist das eine Zwiebel? Nee, die brauchen wir nicht. Ah, eine Tomate könnten wir gebrauchen. Aber zuerst alles Unerwünschte rausschneiden. Ah, hier sind noch ein paar Teile. Ah, wie auch immer, das schneide ich auch noch raus. Das war's auch schon. So, die Tomate kommt auch noch drauf. Und Käse. Und das zweite Brötchen.
irgendwie ist der Burger zu groß geworden. Ich muss ihn etwas zerkleinern. Na komm schon. Und wenn ich die Gurke so reinstopfe? Sieht gar nicht gut aus. Ah, Moment mal, ich habe eine Idee. Ich muss einen Burger einfach bestellen. So einfach ist das. Ja. Voila! Schon ist die Lieferung da. Der perfekte Burger. Hat mich noch nicht einmal viel Aufwand gekostet. Hm, sieht ja gut aus. Perfekt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber mein Burger wird auf jeden Fall besser sein. Ich habe nämlich die Bulette gegrillt. Mh, die riecht ja gut. Schön saftig. So, die Buletten sind fertig. Die kommen hier auf den Teller. Schließlich sind die Buletten das Wichtigste an einem Burger. Wenn die gut sind, ist der Rest ein Kinderspiel. Das Feuer brauchen wir nicht mehr. Dieses Gemüse schneide ich natürlich auf meine besondere professionelle Art. Erstmal hochschmeißen. Und jetzt klein hacken. So gefällt mir das. Mh, frisches Brötchen. Da kommt jetzt ein Salatblatt drauf, die Bulette, Käse, Tomate, Gurken, Zwiebeln, dann wieder eine Bulette und noch eine Schicht und noch eine Schicht. Ganz oben kommt noch das Brötchen drauf und eine kleine Flagge. Sieht wunderbar aus. Oh, tatsächlich. Wir sind fertig. Oh, das sieht alles so richtig lecker aus. Alles außer das hier. Das sieht doch gar nicht wie ein Burger aus. Nur wie so ein Haufen Gemüse. Schmeckt richtig eklig. Und ganz schön scharf. Nee, gefällt mir nicht. Oh, dieser Burger ist echt bemerkenswert. Komm mal her. Hä? Der ist einfach auseinandergefallen. Nee, sowas kann ich nicht essen. Hm, der Burger sieht ganz nett aus. Probieren wir mal. Oh, wow. Der schmeckt ja richtig gut. Dieser Burger gewinnt. Haha, ich habe gewonnen. Ich hab's doch gewusst. Das ist voll unfair. Tatsächlich. Was werden wir wohl in der ersten Runde tun? Ganz einfach. Ich habe Hunger und deshalb möchte ich ein Sandwich. Was? Das ist doch viel zu einfach. Das werde ich schaffen. Selbst ein Kind kann sowas machen. Apropos Kinder. Wir alle lieben doch Süßigkeiten. Also wird's Zeit, dass ich ein süßes Sandwich mache. Ein Nutella-Sandwich. Und jetzt brauche ich einen Toaster. Oh Mann, ich bin voll schmutzig. Na komm schon, Toaster, ich habe nicht viel Zeit. Hey, Oma, was machst du denn da? Ist das so eine alte Methode? Ach, große Sache. So brät man Brot an. Es wird Zeit für Erdnussbutter. Ein bisschen von Omas Marmelade darf auch nicht fehlen. Das ist wunderschön. Wieso riecht es hier nach was Verbranntem? Susie, was soll das denn? Das ist der Toaster. Ich muss ihn aus der Steckdose ziehen. Oh nein. Ich glaube, die Toastbrote sind verbrannt. Ups. Oh, was treibt ihr denn da? Ich zeig euch, wie man ein richtiges Toastbrot macht. Wir brauchen ein bisschen geriebenen Käse. Und ein paar bunte Farben. Ah, tada! Sieht doch schön aus, oder? Aber das war noch nicht alles. Jetzt müssen wir unser Toast toasten. Und natürlich nicht in der Pfanne, sondern... Wo will er denn hin? Um dieses Brot richtig originell anzubraten, muss ich an einen Vulkan kommen. Ah, ich hab's geschafft.
Es wird Zeit, den Gewinner auszusuchen. Na, mal sehen. Was haben wir denn da? Oh, wow. Dieses Brot sieht ja unglaublich gut aus. Und schmeckt echt super. So viel Käse. Mal sehen, was haben wir sonst noch? Das sieht eher aus nach Kohle. Probieren wir mal. Nee. Das kann ich nicht essen. Das sieht wunderschön aus. Riecht auch super. Und schmeckt einfach fantastisch. Oma, du hast gewonnen. Oh, vielen Dank, meine kleine Jess. Ich weiß, dass du mich gern hast. Jetzt will ich aber ein paar Pfannkuchen. Pfannkuchen? Da bin ich in meinem Element. Niemand kann mich darin schlagen. Fangen wir auch gleich mit dem Teig an. Oma, denkst du etwa, ich kann keinen guten Teig machen? Ich brauche bloß ein paar Zutaten. Die kippe ich in die Schüssel. Na also, sieht doch schon mal gut aus. Sieht wunderbar aus. Aha, ich muss alles durchmischen. Ja, das mache ich einfach mit so einem Mixer hier. Sieht gut aus. Oh Mann, das ist ja viel schwieriger, als ich gedacht habe. Ach, wie soll ich den Mixer jetzt wieder rausholen? Na komm schon. Susi, man darf doch nicht so einfach aufgeben. Für mich wird es Zeit, den Teig auf die Pfanne zu geben. Schaut euch diesen ersten Pfannkuchen an. Wunderbar. Das sind meine legendäre Pfannkuchen mit einem Stück Butter obendrauf. Ah, wir müssen die Farbe schön durchmischen. Schau mal her, so geht das. Ich werde nämlich mit dem Pfannkuchenteig noch was Schönes malen. Und zwar ein Gesicht. Das kennt ihr alle. Wisst ihr schon, wen ich meine? Tada! Und fertig ist unser Pfannkuchenmeisterwerk. Mann, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als ein paar Toastbrote zu benutzen. Aber ich brauche nur die Mitte des Brotes, ohne die Kruste. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Und da kommt noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf. Ich bin fertig. Jess, es wird Zeit für eine Kostprobe. Oh, mal sehen. Wow. Oh, das ist ja eine Kissimissi. Voll süß. Schmeckt übrigens wunderbar. Hä, was ist das denn? Sind das etwa Pfannkuchen? Ich glaube, das ist einfach nur Brot. Also, nee, das gefällt mir sicher nicht. Ich kenne doch diese Pfannkuchen hier. Riechen wunderbar. Ich liebe es. Das sind doch Omas Pfannkuchen. Oma, du gewinnst. Was? Schon wieder? Also, wisst ihr was? Loser. Diesmal möchte ich ein paar Spaghetti. Spaghetti. Ha, das kann ich schaffen. Oma und der Koch gehen wieder den harten Weg. Ich denke, alles ist viel einfacher. Wer will die Dinger schon kochen, wenn man einfach Fertignudeln kaufen kann? Da gibt es sogar eine Soße zu. Und ein paar Gewürze. Da kommt jetzt heißes Wasser rein. Riecht wunderbar. Aber das schmeckt doch alles ganz und gar nicht gut. Aber Spaghetti in Würstchen drin. Das ist köstlich und originell. Ah, jetzt heißt es abwarten.
sieht wunderschön aus. Originell, ich bitte euch. Ich mache hier meine eigenen Spaghetti. Ich habe nämlich vor zu gewinnen. Und jedes Stück Teig hat seine eigene Farbe. Und das hier ist eine extra Spaghetti-Maschine. Oh, schaut euch das an. Jetzt müssen wir die nur noch kochen. Und natürlich darf die Soße nicht fehlen. Jess, du bist dran. Ja, such dir was aus. Sieht doch gut aus, oder? Ups, sorry. Der Tisch ist sauber. Probieren wir mal. Ich fange mit diesen Spaghettis hier an. Die sind so schön lockig. Schmecken so ziemlich normal. Ich hätte mehr erwartet. Oh, wow, diese bunten Spaghetti sehen echt fantastisch aus. Probieren wir mal. Ach du meine Güte, unglaublich gut. Und jetzt die dritte Portion. Wow, Spaghetti in Würstchen drin. Ich liebe Würstchen. Dieser Teller ist der beste. Du machst dich doch lustig über mich, oder? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe Lust auf etwas Süßes. Auf so ein Cupcake zum Beispiel. Das ist kein Problem. Wird gemacht. Ein Cupcake? Wie macht man sowas überhaupt? Oma, kannst du mir das beibringen? Ich habe eine richtig teure Maschine, die mir beim Kneten von diesem Teig helfen wird. Das wird alles um einiges schneller. Hier kommen die Zutaten rein und wir fangen an, den Teig durchzumischen. Oh, ich liebe dieses Ding. Jetzt kommt der Teig in Förmchen. Und natürlich Lebensmittelfarbe nicht vergessen. Jetzt kippen wir den Teig in Spritzen und mischen den Teig schön zusammen. Ab in den Ofen. Ich habe den Sieg so gut wie in meiner Tasche. Das werden wir noch sehen. Ich mache nämlich den besten Muffin überhaupt. In den Teig kommen nämlich noch Beeren rein. Erdbeeren und Blaubeeren. Und natürlich Schokolade. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Oh, schaut euch das mal an. Wow, das sieht ja unglaublich aus. Hier fehlt nur noch die richtige Creme. Ach, hier fehlt nur noch ein bisschen Schlagsahne. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich benutze einfach diese Kekse hier. Die kommen in die Tasse. Mit ein bisschen Karamellsirup. Schön durchmischen und aus der Tasse rausholen. Kinderleicht, oder? Sieht gut aus, oder? Na, mal sehen, was haben wir denn da? Wow, diese Muffins sehen unglaublich gut aus. Wow, die sind ja richtig schön bunt. Und die Creme schmeckt super. Wir gehen weiter. Wow. Was für ein großer Kuchen mit Schlagsahne. Oh nee, da lässt sich ja echt nichts abbeißen. Der ist ein bisschen zu hart. Und was ist das denn? Sieht nicht gerade appetitlich aus. Schmeckt so lala. Also ich muss zugeben, diese Cupcakes sind die besten. Na endlich. Na, wer ist hier der Chefkoch? Das wollen wir noch sehen. Lass uns mit was Einfachem anfangen. Ich will ein paar Pfannkuchen. Pfannkuchen, das ist doch mein Leibgericht. In meinem Leben habe ich so viele Pfannkuchen gemacht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das Rezept kenne ich in- und auswendig. Ich brauche Mehl und Milch. Jetzt schlage ich ein Ei auf.
Zack, worauf wartest du? Mach's mir nach. Was soll ich machen? Ich nehme eine Schüssel, ich gebe da etwas Mehl rein. Je mehr, desto besser. Oh Mann, das war ein bisschen zu viel. Als nächstes kommen da die Eier rein. Ah, damit muss ich vorsichtig umgehen. Und die Milch nicht vergessen. Genau das hat die Oma gezeigt. Oh wow, dein Teig sieht ja gut aus. Ja, gleich mache ich Pfannkuchen daraus. Oh nein! Was habe ich angerichtet? Oma, das ist alles deine Schuld. Ich habe mich ablenken lassen. Wie auch immer, jetzt muss ich diesen Teig schön durchmixen. Ich glaube, das reicht. Oh Mann, dieser blöde Mixer ist stecken geblieben. Hä? Wo sind die Dinger? Nein, bloß nicht das. Wie soll ich die denn rausholen? Jetzt stecken die wohl fest. Ach du meine Güte, Sack. Wie auch immer, ich mache mich jetzt an meine Pfannkuchen. Ich habe eben keine Konkurrenz. Seht euch diese Schönheit an. Und da kommt jetzt noch etwas Ahornsirup drüber. So schmecken die gleich viel, viel besser. Und ein Stückchen Butter nicht vergessen. Oma, das sieht zwar hübsch aus, aber ich zeig dir, was richtige Pfannkuchen sind. Ich mache meine nämlich bunt. So wird das Naschen viel mehr Spaß machen. Wunderbar. Mein Teig ist fertig. Jetzt kann ich die Pfannkuchen machen. Ich werde meine Pfannkuchen in Form von Köpfen von berühmten Figuren machen. So werden die schön bunt, schmackhaft und natürlich einprägsam sein. Oh, das sieht ja hübsch aus. Jetzt umdrehen. Und noch von der anderen Seite braten. Ab auf den Teller. Oh Mann, alle haben voll die tollen Pfannkuchen gemacht. Was soll ich denn machen? Ah, genau. Wer braucht schon Teig? Ich kann einfach Brot benutzen. Ich nehme mir ein Glas und stampfe einfach die Mitte aus. Und damit die besser schmecken, kippe ich noch etwas Schlagsahne obendrauf. Ich meine, mit Schlagsahne schmeckt doch alles viel besser. Na also, was habe ich gesagt? Als letztes kommen da noch ein bisschen bunte Streusel drauf. Ich bin fertig. Kate, das wird dir gefallen. Oh wow, so eine Vielzahl an Pfannkuchen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich fange mit diesen Stückchen hier an. Ich hoffe, die enttäuschen mich nicht. Schmeckt ganz schön merkwürdig. Aber die Schlagsahne hat mir gefallen. Vor allem die Streusel. Wir machen weiter. Hä? Was ist das denn? Riecht lecker, sieht auch interessant aus. Oh Mann, gefällt mir total. Da habt ihr euch aber Mühe gegeben. Probieren wir noch diese Pfannkuchen hier. Oma, ich bin mir sicher, du hast sie gemacht. Richtig appetitlich. Oh ja, das sind die besten Pfannkuchen aller Zeit. Oma, du gewinnst in dieser Runde. Oh ja, hab ich's doch gewusst. Macht euch nichts draus. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Ich wünsche mir eine Tasse heißer Schokolade. Ah, das kann ich machen. Alles klar. Ha, während alle plaudern, genieße ich Nutella. Du solltest dich schämen, Sack. Ich brauche diese Nutella für meine heiße Schokolade. Ich will nämlich auch in dieser Runde gewinnen. Dafür muss ich einfach Nutella mit etwas Milch verrühren. Und diese Mischung erhitzen. Riecht gut. Oh ja, da würde ich auch gern was von trinken. Mann, wie soll ich denn diese Milch hier öffnen? Och Mensch! Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Jetzt muss ich unbedingt gewinnen, damit all diese Opfer nicht umsonst waren.
Ich benutze einfach meine Lieblingsschokoladen. Damit werde ich sicher gewinnen. Schaut zu und lernt was. Heiße Schokolade ist doch was aus der Vergangenheit. Heute wird Schokolade separat serviert, weil das erstens viel schöner aussieht und zweitens viel besser schmeckt. Ich gebe meine heiße Schokolade in so eine Silikonform. Und schon erhalte ich solche Halbkugeln. Da gebe ich jetzt etwas Kakao hinein. Und ein paar Marshmallows. Und jetzt könnte ich diese Kugeln ja noch zusätzlich dekorieren. Mit Zuckerguss zum Beispiel. Jetzt kommt in mein Glas heiße Milch. Da muss man jetzt die Schokokugel reinwerfen. Oh, das ist ja irgendwie viel zu kompliziert. Ich mach's auf die gute alte Weise und serviere meine heiße Schokolade mit ein paar Keksen. Was riecht denn hier? Sag, du hast dein Herd vergessen. Oh Mann, ich muss alles ausschalten. Mensch, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sieht ja ganz schön blöd aus. Aber ich hoffe, Kate wird's gefallen. Alles klar, was haben wir denn da? Soll das heiße Schokolade sein? Na, ich kann zumindest diesen Schokoriegel probieren. Ist doch einfach nur ein KitKat, nichts Besonderes. Was hat denn die Oma gemacht? Das schmeckt lecker. Selbstgemachter Kakao mit Keksen. Was könnte schöner sein? Und jetzt will ich dieses Wunder hier probieren, was mir die Köchin gemacht hat. Diese Portion sieht auf jeden Fall interessanter aus als die anderen. Alles klar, ich muss die Kugel einfach in die Schokolade geben. Wow, das sieht ja aus wie ein Wunder. Ist denn die Milch jetzt wirklich schokoladig geworden? Muss ich probieren. Wow, das schmeckt einfach mega gut. Also in dieser Runde hat eindeutig die Chefköchin gewonnen. Natürlich, schließlich bin ich ein Profi. Jetzt wünsche ich mir eine Torte. Und zwar eine große und eine leckere. Ach, also Torten kann ich backen. Ah, ist auch ganz einfach, das schaffe ich. Oh, da freue ich mich ja schon. Ich liebe es nämlich, Torten für meine Enkelin zu machen. Ich mache natürlich Kates Lieblingstorte. Und zwar in einer Herzform, damit sie sich freut. So in etwa. Sieht gut aus. Da kommt jetzt noch ganz schön viel Creme rein. Je mehr, desto besser. Denn je sahniger eine Torte ist, desto besser schmeckt sie. Und jetzt nehme ich mir so einen Spatel und verteile die Creme. Ich bin fertig. Mann, schmeckt das gut. Jetzt nehme ich mir frische Beeren und dekoriere damit die Torte. Die Erdbeere schneide ich in Hälften und klebe sie an der Seite fest. Und die Blaubeeren kommen einfach oben drauf. Na, gefällt euch meine Torte? Ach, irgendwie ist das ganz schön banal. Ich zeige euch, wie man einen originellen Kuchen macht. Zuerst teile ich diesen Kuchen in zwei Stücke, stemme sie aufeinander und schneide die Mitte aus. Fertig. Des Weiteren mache ich der Oma nach, aber nicht zu lange. Nachdem der Kuchen mit Sahne bedeckt ist, ist es Zeit, unsere Konstruktion umzudrehen. Wunderbar, unsere Basis ist fertig. Jetzt muss sie ausgemalt werden und wie ihr wahrscheinlich schon verstanden habt, soll das ein Regenbogenkuchen sein. Jetzt nehme ich mir auch einen Spatel und verteile die Farbe. Wunderbar. Und jetzt fehlen noch ein paar Details. Ein kleiner Marzipan-Smiley. Und mit der restlichen Creme mache ich noch wunderschöne Wölkchen. Mein Meisterwerk ist fertig.
Mensch, Leute, wieso macht ihr alles so kompliziert? Hauptsache, dass der Kuchen lecker schmeckt. Was? Das sieht ja mega gut aus. Aber Moment mal, ich habe auch eine Idee. Ich nehme mir einfach rosa Schokolade, erhitze sie. Yeah, ich bin fertig. Probieren wir mal. Schmeckt ganz schön gut. Und diese Schokolade kommt jetzt einfach auf meine Torte drauf. Ach ja, und die Zuckerstreusel nicht vergessen. Gefällt dir das, Oma? Schau dir das an. Tada! Oh, das nenne ich wunderschön. Ich hoffe, der Emma wird's gefallen. Oh, diesmal habt ihr euch aber wirklich Mühe gegeben. Oh, was für ein süßer Regenbogen. Den muss ich sofort probieren. Mann, schmeckt lecker. Aber hier fehlt noch was. Oh, Oma, ich hoffe, dass deine Torte noch besser schmeckt. Lecker, Schmecker. Aber hier fehlt auch noch was. Sag, vielleicht hast du ja die perfekte Torte gemacht. Naja, von außen sieht die nicht besonders attraktiv aus. Riecht aber gut. Unglaublich, das ist genau das, was ich wollte. Zack, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, endlich habe ich auch mal gewonnen. Super. Ich frage mich, was wir kochen müssen. Ich wünsche mir Pommes. Pommes? Ein Kinderspiel? Pommes? In Ordnung, ich kann das. Aua. Pommes? Auf jeden Fall. Es kann losgehen. Ups. Ach, na komm schon, blöde Kartoffel. Na los. Au. Das hat wehgetan. Wenn du das nochmal machst, dann verlierst du. Ah, das hat die Großmutter gemacht. Was? Oh, mein kleines Schatzi. Ach, wir müssen nur noch die Kartoffeln klein schneiden. Und die packen wir jetzt hier rein. Geben ein bisschen Öl rein. Und Gewürze nicht vergessen. Noch ein bisschen Gewürze. Nein, es reicht. Und die Kartoffeln kommen jetzt in den Ofen. Nur ein echter Profi weiß, wie man mit Kartoffeln umgeht. Perfekte Scheiben, nicht wahr? Die sehen so schön glatt aus. Hier geben wir ein paar Gewürze hinzu. Was für ein köstlicher Geruch. Die frittieren wir jetzt nur noch. Okay, ich bin fast fertig. Sieht doch toll aus, oder? Riecht auch gut. Ich werde meine Pommes einfach im Toaster machen. Das ist schnell und effizient. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen abwarten. Und... perfekt, gefangen. Super, meine Pommes sind fertig. Hier bin ich. Jetzt kommen unsere Kartoffeln auf den Teller. Ach, wunderschön. Sieht richtig appetitlich aus. Mit etwas Grünzeug bestreuen. Ach, riecht wunderbar. Ach, das sieht nicht so aus wie meine Kartoffeln. Und das i-Tüpfelchen, die Soßen. Jess, such dir was aus. Boah, so viele Pommes. Fangen wir mit den hier an. Was für eine seltsame Form. Messen wir mal. Scheint okay zu sein. Probieren wir mal. Oh, wow, das ist ja köstlich. Yeah. Und jetzt nehme ich das hier.
schmeckt das gut. Ich glaube, ich nehme mir noch ein paar. Das war richtig lecker. Und was kommt weiter? Oh, wow, die sehen ja gut aus. Die sind so schön goldfarben. Die tauche ich in die Soße. Ich probiere beide. Wow, das ist ja köstlich. Mega, mega lecker. Also, diese Kartoffeln haben gewonnen. Ach, meine Kartoffeln haben gewonnen. Ich wusste es doch. Ihr seid doch bloß neidisch. Und jetzt wünsche ich mir ein paar Eier. Okay. Das können wir machen. Ach, das ist doch ganz einfach. Oh nein, 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 nein. Oh, mein Ei ist zerbrochen. Ich muss einfach die Schale rausholen. Ah, das ist ja voll heiß. Wie auch immer, ich kann das schaffen. Ich mache einfach weiter. Hier kommt ein bisschen Salz mit rein. Oh nein, was für ein Pech. Oh, blödes Salz. Oh nein, jetzt brennt mein Ei auch noch. Oh, ich muss es sofort irgendwie schließen. Ach, Kate, man muss immer mit der Ruhe kochen. Schau mal, zuerst ein Ei, jetzt noch ein bisschen Milch, das alles schön gut verrühren. Oh, was ist mit meiner Hand passiert? Was ist mit der denn los? Komm, ich helfe dir. Ah! Dürfen wir gar nicht mehr Witze machen, oder was? Hier kommt ein bisschen Salz mit rein. Und das alles kommt jetzt in die Pfanne. Halt mal, mein Kleines. Und jetzt? Oh, schau dir das mal an. Zuerst Wasser kochen. Jetzt brauchen wir eine spezielle Folie. Und da brechen wir das Ei rein. Folie schließen. Und in das kochende Wasser geben. Oh, das wird wunderschön. Es wird Zeit, dass ich das Ei wieder raushole. Das kommt auf den Teller. Ein bisschen Salz und Gewürze. Und fertig ist unser Gericht. Ah, bei mir kommt noch etwas Grünzeug drüber. Und ein paar Tomaten. Wow. Sieht ganz schön lecker aus. Und was hast du gemacht, meine Kleine? Oh nein! Ich habe ja mein Ei ganz vergessen. Das sieht ja ganz schön schlimm aus. Oh, was für ein Albtraum. Ah, du hast nichts in der Küche verloren. Mal sehen, was haben wir denn da? Das sieht ja ganz schön eklig aus. Das will ich nicht probieren. Das sieht gut aus. Probieren wir mal. What? Oh, das ist ja flüssig von innen. Nee, sowas will ich nicht probieren. Und was haben wir hier? Sieht gut aus. Riecht wunderbar. Oh, und schmeckt köstlich. Ich wähle das hier. Du wählst mich? Ich hab gewonnen. Oh, was ist mit meinem Rücken passiert? Mir geht's gut.